Oh, die haben den Staudamm hier reingesetzt. Der ist neu. Stimmt, der Poeba-Staudamm wurde neu gemacht. Da, wo du bei Epoch deine Basis hattest. Nee, nee, die hatte ich unten im Süden. Nee. Ach, stimmt. Sieht aber so ähnlich aus. Aber der Poeba-Staudamm ist in Epoch eigentlich mal ein sehr beliebter Basisstandort. Den gibt's da nämlich. Keine Ahnung, wieso es denn hier nie gab. Ich bin aber nicht in Poeba. Das ist ein ganz... Das ist auf der Straße nach Dings. Ist jetzt hier ein Staudamm reingesetzt worden. Bin ja bald da. Da ist ein Fluss jetzt dahin. Der war ja vorher nämlich auch noch nicht da, der Fluss. Stimmt, das war ist auch alles neu. Kannst dich gleich mal abkühlen. Oh, ich bin nicht hot. Fluss. Ich bin nicht heiß. Ich habe nur eine Hose an und der schwitzt wie Sau. Du transpirierst. Ja. Wenn ich jetzt damit anschieße, bin ich tot. Ich habe gar keinen Schutz mehr. Ja, das ist definitiv neu. Das war vorher nicht. Ich bin hier schon so oft lang gelaufen. Ja, aber schick. Auch mal schöne umweltverträgliche Verbesserungen. Umweltverträgliche? Ja. Ach, so. Ich würde das Thema Bartpflege doch mal ganz kurz anschneiden, auch wenn du vorhin gesagt hast, das ist kein gutes Thema. Das kann man ganz kurz und knapp behandeln. Ich meine, es war immer ein Vorschlag von einem unserer Zuschauer. Wir haben halt darum gebeten, dass wir Themenvorschläge bekommen. Ja, wie pflege ich meinen Kinnbart? Ganz einfach, er wird, wenn ich mir die Haare wasche, wird der Bart auch mitgewaschen, wird gekämmt, fertig. Mehr mache ich da nicht. Kurz und simpel. Jo, definitiv bei mir auch. Ich habe da keine besonderen Mittel wie Bartwichse oder so. Ja, für alle, die jetzt vielleicht kichern vor Boote sitzen, das heißt wirklich so. Bartwichse, ja, so heißt das. Das ist so ein ja, wie so Haargel für den Bart. Ein bisschen fester ist das, sieht aus wie Fett, glaube ich, ne? Und das schmierst du halt rein und dann kannst du den Bart halt, der glänzt dann schön und dann kannst du dann halt stylen. Das war früher, hat das sich jeder in den Bart geschmiert. Könnt ihr mal googeln. Bartwichse. Wenn du das heute irgendwelchen pubertierenden Teenies erzählst, die lachen sich einen Ast ab und denken, du bist bekloppt. Was wichst er sich in den Bart? Ja, das musst du dir dann auch noch anhören. Das ist das Deprimierende daran. Sowas musst du dir dann noch anhören. Ah. Nein, könnt ihr echt mal googeln, in Wikipedia Bartwichse eingeben. Das ist ein Pflegemittel für Bärte. Aber das trägt man heute nicht mehr, weil wer will heute einen glänzenden, fettigen Bart haben? Gut, ich probiere schon mal viele hier. Der Koch hier, wie heißt der? Mit dem Robert. Bart. Was? Der Koch, wie heißt er? Dieser eine mit dem Bart, wie heißt denn der? Der mit so viel Butter immer kocht. Der mit was? Mit so viel Butter kommt? Reinmacht. Ich hab keine Ahnung. Ah, ist das der mit der Brille? Nee, der Zacherl. Nicht der Zacherl, der doch wieder mit der Brille. Der mit dem coolen Bart. Oh, ich weiß schon, wen du meinst, aber ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Larfer. Ey, die ganzen Häuser hier sind auch niegelnagelneu. Das war vorher alles gar nicht da. Lichter. Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall hat er auch so einen coolen Bart. Der hat garantiert Bartwichse drin. Meine Lieben, das war vorher alles nicht, definitiv nicht auf dieser Strecke. Also was vorher auch nicht war, dass ich 10 FPS in der Stadt hier habe. Irgendwas ist hier faul. Ja, ich hatte aber auch in Novo auch Frame-Einbrüche. Das war vorher auch nicht. Also wir sind ja bei alten, bekannten Problemen, die immer mal gerne wieder auftauchen. So, ach, Essen. Nein, ist ruiniert. Willst du mich verarschen? Na, wurdest du angeschossen? Nein, Essen in der im Dings hier. In der Feuerwache. Ah. Ich kann so nicht spielen, ey. 2017. Ich wollte gerade mal jubeln, schreien ein Auto, aber... Gleich trinken, ja. Oh, das Tor ist mir mal nicht ins Gesicht geschlagen. Hey. Also ich bin in Severo gerade, ich loote gerade ein paar Häuser hier, ne? Oh, noch eine Cola. Ich glaube, bis ich in Ich dachte, dass ich meine gebraucht. Severo gerade ankomme, das dauert. Noch. Komm, das sind 5 Minuten oder so. Ja, ich muss aber zwischendurch immer was zu trinken suchen. Okay. Ich habe ja noch 2 Dosen dabei. Ah. Was, du's gut, ey. Oder eine Trinkflasche. Sicher jetzt erst. Ich brauche alles Essen und Trinken im Moment. Der hat sich so leer gekotzt. Die Kotzeritis. Ich muss jetzt jede Hütte hier durchsuchen. So, schauen wir mal, was uns hinter dieser tollen Wegbiegung da vorne erwartet. Ach, das ist die Bude hier. Ne, da brauche ich gar nicht zu gucken.
Ich habe mir nochmal vielleicht noch ein kleines Thema. Ich habe mir jetzt die Extended Edition von der Hobbit 2 angeschaut. Smaugs Einöde. Kann man schon bei Amazon Prime. Ja, muss man halt Geld für bezahlen. Ich musste aber unbedingt gestern Abend sehen. Ich hatte so Lust drauf. Ich habe es dann getan. Die Extended Edition ist sehr gelungen, finde ich. Schöne Sachen drin. Hab danach, jetzt komme ich auf das eigentliche Thema, nochmal angefangen, das Buch zu lesen. Oh. Ja. Das Buch habe ich bisher nur einmal gelesen, vor Jahren. Bin jetzt nochmal dran. Und viele Dinge, wo viele auch am Anfang dachten, also es wäre auch gerade, das war auch gerade beim ersten Hobbit-Film so, von den Dialogen her, das wäre ein Scherz vom Regisseur gewesen. Als zum Beispiel Gandalf sagte zu Bilbo, dass sein Vorfahren in einer großen Schlacht diesem Ork oder Goblin-König den Kopf abschlug und somit das Golfspielen erfand, da steht auch so im Buch. Das ist nicht von Peter Jackson dazu erfunden, da stand so im Buch. Also ich muss ja sagen, ich habe den Hobbit nie gelesen. Ja, es ist halt ein Kinderbuch. Es gibt aber momentan zwei Übersetzungen. Eine alte Übersetzung, die habe ich, und da sind die Lieder teilweise gekürzt. Und ich mag sowas gar nicht, wenn sowas dann gekürzt wird. Ja, also genau wie im Herr der Ringe, ne? Den habe ich zweimal gelesen. Einmal in den 90ern. Natürlich die einzige Besetzung, die es damals gab. Und dann habe ich mir nochmal, dann habe ich mir ausgeliehen damals nur. Und dann habe ich mir mal selbst gekauft. Das war aber dann die Neuübersetzung von Wolfgang Kriege in diesem roten Einband. Und das war ja total die Katastrophe. Da wurden die gesiezt und irgendwie war alles ganz anders. Es hat mir dann gar keinen Spaß gemacht, das zu lesen. Ja. Ich habe vom Herr der Ringe diese Dreierbuchfassung. Das ist die alte Übersetzung, ne? Ja, so ein Pappschuber und die wurde damals auch als gute Version angepriesen. Mein Vater hat es mir zu Weihnachten geschenkt. Ich hatte eh da. Ich habe es halt gelesen und ich finde da drin, also wird keiner gesiezt. Und die Lieder sind alle wunderbar drin. Meines Erachtens nach. Ich habe auch keine anderen Vergleichsmöglichkeiten. Ich kann dir gerne mal das dicke rote Buch geben. Du, nee, also das will ich gar nicht erst lesen. Ich hätte gerne das alte noch. Aber das kriegst du bei Amazon gar nicht mehr und bei eBay kostet leider ein bisschen Geld. Und ich mag auch nicht so alte, schon mehrmals gelesene Bücher. Wenn, dann will ich selbst mehrmals lesen. Ja. Also was ich mir auf jeden Fall noch kaufen werde, ist das Silmarillion. Das mache ich definitiv. Das möchte ich gerne lesen. Das kannst du gerne noch ausgeliehen haben für ein paar Monate. Ah ne, du möchtest das gerne besitzen. Ich möchte es gerne besitzen. Also ich, für mich war es damals ein Fehlkauf, das ist Silmarillion. Ich finde es nicht so toll. Ich habe es auch nicht ganz gelesen. Nur so ein paar Seiten, ehrlich gesagt. Und das war schon so blöd. Das war, ist irgendwie wie so eine Bibel, weil es um die Bibel liest. Oh, möchtest du es verkaufen? Nicht verkaufen. Schade, ich hätte es selbst abgekauft. Nee. Bücher, die ich einmal gekauft habe, behalte ich. Ja, da bin ich nicht so. Wenn ich manche Bücher, die mir nicht gefallen, die gebe ich dann auch, verkaufe ich wieder weiter. Ich habe gerne ein volles Bücherregal. Ich habe viele Bücher hier. Ich definitiv. Auch. Deswegen will ich auch ganz verkaufen. Was ich halt verkauft habe, meine. Also, das habe ich damals auch. Gehört. Ich nicht. Das habe ich damals zum Geburtstag bekommen. Das war ein Terry Pratchett-Roman, spielte aber nicht in der Scheibenwelt und dementsprechend hat mir das Buch gar nicht gefallen. Ich habe es auch ein paar Seiten nur gelesen, habe es dann einfach wieder zur Seite gelegt und habe es dann auch einfach verkauft. Scheiße, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Was denn? Kam gerade ein Zombie um die Ecke und ich habe geschossen. Jetzt wissen alle, wo du bist. Kurz zuvor war eine Explosion hier und jetzt weiß wirklich jeder, wo ich bin. Wahrscheinlich hat da jemand eine Granate geschmissen. Hier ist übrigens einer von diesen Skaterhelmen. Halt so ein Standard-Skaterhelm. Gibt's nichts viel zu sagen. Ein Skaterhelm gibt's auch in grün, in rot. Ich meine aber so ausgewaschtes Rot gerade. So, ich muss dann abschließen hier. Damit hat er nicht gerechnet. Also mein Charakter ist immer noch heiß. Nö, bei mir gar nicht. Ich muss jetzt meine Weste wieder anziehen, ich brauche mehr Platz. Ja, und dass man nicht mal an Zombies vorbeikommt, ne? Das ist ganz schrecklich. Das ist auch ein Bug, du musst jetzt echt aufpassen, wo du einen Zombie erschießt. Ja, ich habe mich gerade selber im Raum eingesperrt. Aber warte mal, vielleicht geht's durch Kriechen. Ja, durch Kriechen kommt man an ihnen vorbei.
Also drei Rucksäcke gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe schon einen in Gelb gesehen, in Rot, in Grün. Oder in Schwarz. In Rot? In Rot nehme ich mal zurück, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier gibt es, glaube ich, auch in Rot, ja. So. Gerade noch mal eine frische Zucchini reingeschnabelt. Ich bin immer noch nicht satt oder sitt. Also voll. So, in welcher Stadt bin ich jetzt hier eigentlich? Ich hab's Ortsschild nicht gelesen, verdammt. Ich muss meine Ausrüstung wieder anziehen jetzt. Ich hab Angst. Wo genau bist du in welcher? Also in dieser Stadt? Ja, gute Frage. Wollen wir uns mal eine Feuerwache treffen? Ich laufe jetzt mal zu einer Feuerwache. Ich hoffe, das ist die auch. Es gibt nur eine. Ich weiß das Ortsschild nicht gelesen. Ich weiß nicht, in welchem Ort ich bin. Bist in Severograd. Sicher? Ja. Ich bin der in Militär-Kamo-Ausrüstung, grüner Helm, grüner Rucksack, grüne Gesichtsmaske und Gewehr im Anschlag. Wie siehst du aus? Warte mal, ich hab gerade. Das ist gut hier. Zack, Leder rein, zack. Oh, ich gebe nochmal durch die Polizeiwache. Ja, mach das. Das da rein. Ja, ich komm nicht anders. Da ist die Tür zu, da ist bestimmt schon jemand drin. Okay, ich bin in der Polizeiwache. Vor der Polizeiwache stehen Zombies. Ich habe da nämlich eine Tür vor der Nase zugeschlagen. Oh, wo ist denn die Polizeiwache? Also ich weiß nicht, wo die Polizeiwache ist. Die findest du, die liegt auf der Straße. Da, wo die Zombies stöhnen. Ich habe hier eine Art, ich habe das Krankenhaus hier. Krankenhaus? Und da war ich noch nicht. Da musst du weiter durch die Stadt. Das ist eine recht große Stadt. SKS-Magazin schon wieder. Hast du eine SKS? Ich habe nur eine Pumpgun. Was ist denn das? Ach, hier ist die Schweißermaske. Gucken, ob ich sie rankriege. Eine typische Schweißermaske. Huhu. Schützt übrigens nicht vor Blendgranaten, habe ich in einem anderen Video gesehen. Was ziemlich blöd ist, weil sie nämlich auch vor dem Lichtblitz eines Schweißgerätes schützt. So, ist denn diese Polizeiwache in der Nähe der Baustelle hier? Oh, Moment. Ich guck mal, oh, verdammt, hier liegt ganz viel Obst auf der Straße. Und da hat jemand seine Tomaten loswerden wollen. Ich komme jetzt mal wieder raus. So, ich renne jetzt mal die Straße. Da hinten ist der Baukran, da renne ich jetzt mal hin. Oh nein, nimm die Axt, nimm die Axt! Ach! Schlag doch zu, Mensch! Ah! Bist du in der Nähe des Baukrans? Oh, hier liegt voll viel Obst auf der Straße, okay. Da bin ich in dem Haus drinnen, bin ich direkt daneben. Eckhaus oder blaues Haus? Ich komm mal raus. Ah, ich sehe dich. Hier bin ich. Hinter dir. Ich bin rechts von dir. Bob? Alter, ich treffe den Scheiß jetzt. Hallo. Ich höre nicht mal, dass du schießt. Ehrlich? Nee. Ich kann nicht reloaden. Wieso kann ich nicht reloaden? So, ich muss mir was von dem Obst hier genehmigen. Ich brauche ganz dringend Flüssigkeit. Brauchst du auch was davon oder kann ich jetzt alles essen? Warte mal, so ein, zwei Sachen würde ich eventuell mal. Das ist eh voll. Ich gehe mal kurz in das Haus hier. So, jetzt wird sich erstmal vollgefressen. Warte, ich bin im blauen Haus. Ja, da wo du gerade rausgekommen bist. Viel Flüssigkeit ist wichtig, ne? Vor allen Dingen, wenn man sich erst ausgekotzt hat. Ja, natürlich.
Apropos Flüssigkeit, dann trinke ich gleich mal einen Schluck. Schauen, wieso ich nicht nachladen kann hier. Er lädt aber auch nicht nach. Von Hand kann ich nachladen, na toll. Ja, ich kann auch nicht mehr mit R nachladen. Ging beim Ach, vielen Waffen vorher auch nicht. Wieder kaputt gemacht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Nee, 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 nee. Hast du gerade nachgeladen? Ja. Ich muss jetzt auch noch einmal nachladen oder zweimal. Ja, mit diesen langweiligen Bildern müssen wir die Aufnahme auch beenden. Oh gut, dann gehe ich gleich mal hier. Ich gehe ein Stockwerk höher. Mach das. Nächste Folge zeigen wir euch eventuell den langen Weg zur Todesgrube. Wenn wir es für dann finden. Jawohl, danke fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Und bis dann. Macht's gut. Und immer dran denken, Bartwichse in den Bart schmieren. Ciao. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.